Ladies and Gentlemen, willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Let's Play Minecraft Tech World 2. Ich bin heute wieder nicht alleine, habt ihr den Mulde dabei? Hallo! Und keine Sorge, wir reden diesmal kein Englisch. Das ist auch besser so. Ja, das kam in der letzten Folge schon nicht so gut an, ich weiß. Oder in der letzten Folge. Hier, die ganze Fläche, die hab ich komplett abgetragen. Französisch? Wie wär's mit Japanisch? Oh. Japanisch kann ich nicht, Französisch auch nicht, Englisch auch nicht. Was kannst du eigentlich? Deutsch, allerdings, weniger. Bist du sicher? Boah. Dachte ich mir. Alter, die Musik ist bei mir gerade richtig laut. Ich hab nur gehört, hä, was ist auf einmal so laut? Okay, ich hab mir mal wieder was überlegt. Ich gehe ja nicht so komplett und vorbereitet. Boah, ich kann nicht weiterreden, ich muss mich schon fast selbst auslachen. Nee, auf jeden Fall, dieses Mal habe ich halbwegs was vorbereitet. Und zwar wollten wir heute mal was machen, was in den Kommentaren stand. Dafür schon mal ein dickes Dankeschön an den Mike Brand. Und zwar wollten wir heute mal einen etwas schnelleren Ofen machen mit Rotary Craft. Ja Leute, es gibt wieder zu lachen. Mag jeder. Auf jeden Fall, wir brauchen dafür einen, nicht für, Friction Heater. Friction Boiler, Friction Heater, dafür. Das geht ja eigentlich. Base Panel, Chef Unit, so ein HSLR-Stil. Ich glaube, das machen wir schon mal direkt. Das ist ja alles kein Problem. Das haben wir ja so gerade noch. Hoffe ich zumindest. Ich meine, du kennst das ja bei mir. Ich bin ja so gut wie nie vorbereitet. Nein, das war. Vorbereitung to the max. Ach ja. Wie immer nur organisatorisches, ne? Geht immer schief. So, Friction Heater ist schon fertig. Dann brauchen wir zwei Performance. Ah, war erst richtig. Zwei Performance Engines. Ja, die sind schon ein bisschen teurer. Okay, fangen wir klein an. Wir brauchen Double Gear Units. Okay. Ja, kann man einem zwei Impeller schon machen. Wir brauchen die Double Gear Unit 2 Stück. Haben wir das schon aufgebraucht? Perfekt. Wir brauchen. Na, ich muss irgendeine Base Panels machen. Ich hab's gewusst. Impeller hatten wir schon, ja. Dann brauchen wir zwei Zylinder. Sind die sogar vier? Wir brauchen eine Ignition Euro. Okay. Brauchen wir zwei Redstone und ein bisschen Gold. Also ich baue das jetzt hier gerade komplett nach Anleitung, also ich habe mir diesmal das nicht ausgedacht, also wenn es nicht klappt, nicht meine Schuld. Vier Gold brauchen wir, was brauchen wir noch so? Nochmal sechs Gold. Vielleicht noch ein bisschen mehr Gold oder war das? Ne, das war es sogar. Ich glaube, Liquid Pipes habe ich sogar noch drüben. Habe ich ja eh nicht mehr. Ich bin ja vorbereitet oder so ähnlich. Eh okay, das war dann. So. Zwei. Oh, Liquid Pipes habe ich sogar drin. Okay, Wahnsinn. Das sollte es dann jetzt gewesen sein. Jetzt kommt der große Kracher. Schaffe ich es auf den ersten Blick? Ganz bestimmt. Das kann ja nur schief gehen. Milch? Los. Ach, Mist. Da war ja noch was. Zwei Performance. So. Die tue ich mir gerade hier unten in die Truhe hin. Das kann dann weg. So, dann brauchen wir. Oh, wir müssen mal ganz kurz dahinter. Ich hätte echt nicht gedacht, dass ich da nochmal hin muss, aber ich brauche jetzt doch nochmal den. Na, wie heißt es? Den Fermenter.
Ich bin blind auf beiden Augen. Wo ist der Fermenter hingefallen? Ich würde sagen, filetiert. Ja, sieht so aus. Ich würde nicht mal spontan sagen, dass die ganzen Froschanteile da etwas tödlich sind für so ziemlich alles. Wenn man Items reinwirft, naja. Da sagen wir nicht nein. Gut, dann machen wir noch mal einen Fermenter. Weil wir brauchen auf jeden Fall noch etwas Ethanol. Ja, Fermenter war ja easy. Das war ja wirklich hier. Wirklich, was auch immer, aber ein Stachen. Doof. Impeller. Nochmal ein paar von den Base Panels. Und dann einfach doof. Impeller. Ne, nicht dahin. Und die Base Panels. Fermenter. Sagen, ab damit in die Rotoren. Ja, danke. So, den stelle ich schon mal hier hin. Dann hole ich schon mal den Screwdriver wieder raus. Ich werde das da schon kommen, dass ich den gleich brauchen werde. Ich brauche noch einen Heater. Ja, das war so. Dann. Ach stimmt, ich hatte noch Western. Oh, wo fanden. Holen wir uns mal gerade. Hebel und können dann auch gleichzeitig drüben nochmal schnell einen Aquarius craften. Den werden wir auch noch brauchen. Oh, hohe CD, du hast Festung gewandert, Gott. Ach. Ein Aquarius. Aquariot, auch gut. Okay, einmal Machine Frame. Ein Servo. Ich weiß eigentlich, dass ich noch genug Servos habe, aber ich mache trotzdem neue. Kommt schon nochmal drei Eimer und ein Tuch weg. Vergleich. Brauchst du nicht auch noch Kupferzahnräder auf Vorrat? Das hat letztes Mal doch schon so gut funktioniert. Ha ha ha. Dir sind niemals die Kupferzahnräder ausgegangen. Vielleicht das Kupfer, aber nicht die Kupferzahnräder. Ja, weil ich auch nie wieder Kupferzahnräder gebraucht habe. Tja. Ja, das war so eine wundervolle Aktion von einem gewissen Herrn hier nebenbei. Wir hatten so gemütlich nebenbei ein Modpack gezockt. Ich glaube, das war damals Unleashed. Also viel zu bis Unleashed. Was passiert? Ja, ich brauche noch ein. Kannst du kurz bei dir craften? Ja, ich habe gerade aus Versehen so circa 700. Ne, 300 Kupferzahnräder waren es, ne? Ja, irgendwie dann 400, irgendwie sowas. Waren auf jeden Fall genug für die nächsten 3000 Jahre. Okay, Wasser brauche ich dann noch da schnell hin. Okay, das brauche ich noch. Da kann ich nochmal wegtun. Also, das hier könnte ich eigentlich auch mal neues machen. Oh, ich. Sand tue ich auch mal darüber. Ich weiß noch damals, wo ich Sandprobleme hatte. Das war lustig. So, ach, jetzt weiß ich wieder, was ich vergessen habe. Kann ich auch eigentlich die Luke mal einfach drauf klatschen? Müsste eigentlich. Ah, super, das verbindet sich schnell. Jetzt weiß ich, was ich vergessen habe. Ich habe noch einen Lever gebraucht. Ich gehe mal davon aus, du hast keine Ahnung, was man mit den Schmetterlingen machen kann, ne? Nein. Habe ich mir schon fast gedacht. Ich bin ziemlich sicher, man kann hier Lava werfen. Denn die Frage sollte lauten, was kann man Produktives mit Schmetterlingen machen? Okay, was kann man Produktives mit Schmetterlingen machen? Ich habe keine Ahnung. Verdammt. Okay, dann machen wir auf jeden Fall mal gerade eine Liebe. Ich wollte schon sagen, ich habe doch bestimmt noch Koppelzahn in der Nähe. Gut, dann habe ich. Ich glaube, ich habe irgendwas vergessen. Ich nehme vielleicht mal gerade das Zucker. Jensig Zuckerrohr mit. Komm, nehme einfach alles mit. Schon dann nebenbei nochmal bei dem Bienenschnell vorbei und lauf gegen eine Wand. Produktivität oder so. Okay, die Resident Princess ist fertig und die dauert noch was. So, da waren wir ja dran bei den Lapis Queens. Da brauchen wir jetzt eine Water Drone. Water, ne, Forest. Oh. Ah,
Ach, ja, jetzt fällt mir wieder ein, der Shatter Adoptin ist für die Watergrown. Wo habe ich das jetzt wieder hingeklatscht? Nope. 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 Ah. Zurück. Haben wir noch Wolle? Haben wir noch. Dann mache ich einfach mal gerade mir nochmal einen neuen Dingens hier, ne? Und so. Ihr wisst ja schon alle, was ich meine. Ich weiß es nämlich noch nicht. Scoop, so heißt der Teil. Das ist ein Wolle. Oder so ähnlich. So, dann haben wir jetzt hier auch die Water-Bienchen. Ich meine, ich habe auch natürlich hier so einen Scooperator MX200 Turbo, extra gecraftet dafür, elektrisch aufladbar. Weißt du, was das Problem ist? Was? Ich kann nicht elektrisch aufladen. Weil? Naja, ich habe hier offiziell einen Generator. Ich habe ihn da reingetan und es hat nichts aufgeladen. Hm. Produktiv, ne? Ja. Na gut, dann machen wir jetzt gleich schon mal die Lapis-Bienchen. Also, das war eine Resident Princess und eine Water Drone. Flößen wir denen ein bisschen Uran ein und wir haben die Lapis Queen. Ja, so macht man heutzutage Bienenzucht. Uran rein, ja, klingt gesund und nicht tödlich oder so. Nein. Lassen die arbeiten, arbeitet eh gerade nicht, ist ja Nacht. Doof. Doof. So, jetzt kommen wir sogar mal wieder zurück zur Rotary Craft, bin ich schließlich gut davon gekommen für einen kurzen Moment. So, lieber, das war dann einfach so. Und jetzt brauchten wir das Yeast, ne? Das war Zucker und Dirt. Hatten wir noch Zucker hier, Zucker haben wir nicht hier. Erde haben wir hier, das können wir schon wieder unten reinpacken. Dann ernte ich dann mal ganz schnell das Zuckerrohr ab. Das wollte ich ja eigentlich auch automatisieren. War ein guter Witz. Ich glaube, das werde ich echt vielleicht nochmal dann in der nächsten Folge mal hauptsam Planter machen. Wir müssen eigentlich auch mal wieder was mit Minecraft zocken, ne? Ja, eigentlich schon. Worauf hätte ich irgendwie gerade Bock? Gebieten würde ich eigentlich gerne auf die spielen, aber es war noch ein bisschen angefangen, aber es war recht schnell vorbei. Eigentlich schon ziemlich cool zu sein. Ja, okay. Ich habe da momentan für einen Server gemietet. Ja, ja. Klar, ich kann dir welche IP geben oder so weiter, kannst du später drauf kommen. Ja, okay. Ich hab Bock drauf. Wow. Wenn man so ein Modpack, das nicht ganz so ernst ist. Der geht jetzt echt gerade ab, wie Schmitzkatz. Ja. Was genau macht der jetzt? Der macht jetzt hier gerade raus. Die ist. Das hieß, kann ich dann mit einem Sapling da rein tun, ich krieg's Flatsch. Habe ich eigentlich noch Laub oder habe ich. Ist das Zeug, das aus dem Harvester kam? Ja, aber nicht das Flatsch. Achso, okay. Habe ich noch eine Schere haben wir nicht. Haben wir nicht. Ich glaube, ich muss irgendwie mal schauen, dass ich ein bisschen was an Laub bekomme. Dann habe ich nämlich eine gute Idee für. Halt um Sludge und Yeast zu produzieren. So, brauchen wir da eine Schere oder aber hier noch eine? Ja, hier haben wir noch ein paar. Da sehen wir jetzt mal hier die Bäume dagegen nochmal ab. Auch nochmal ein ganz kurzes Upgrade hierzu. Also diese Idee, dass ich einfach die Bäume hier ringsrum hinklatsche. Naja, ihr seht, keine Mutation bisher. Aber na gut. Nee, die wollen wir nicht. Gut. Hopsa. Ich bin auch immer noch am überlegen, ob ich diese. Ja. Ach, da. Es gibt noch eine Energiequelle, die ich mal machen wollte. Die ist aber ziemlich hochwendig nicht, aber bescheuert und nervig. Scharf, oder? Oh. Er weiß, worum es geht. Und vertraue dem, Leute. Es ist nervig. Und seltsam. Vor allem seltsam. Ja. Auf jeden Fall, ich glaube, dann machen wir einfach in einer der nächsten Folgen mal.
So, jetzt haben wir hier wieder ein bisschen Laub. Ja. Ah. Ja, das. Vielleicht. Boah, er ist an Laub. Gut, dann hoffe ich mal, dass ich jetzt noch das wieder produziert habe. Naja, so wie das gerade eben abging. Ja. Das war Least at Least. Ja, 2 Sekunden, das kannst du lassen. Das lassen wir jetzt dann mal ein bisschen durchlaufen. Dann kann ich in der Zwischenzeit schon mal die andere Geschichte aufbauen. Den Screwdriver hätte ich aber trotzdem gern wieder. So, wir brauchen die Performance Engine, den Friction Heater. Und wir bauen uns jetzt mal etwas, was wir lange nicht mehr gemacht haben, einen Ofen. Ein stinknormalen Furnace. Ja, ich meine, wir haben da drin Redstone Furnace oder so weiter. Von da hat die Quarzblöcke. Wir haben zwar schon 2 Redstone Furnace da stehen, aber wir brauchen einen Ofen. Ach ja, mal eine kurze Frage. Brauchst du ein paar Enderperlen? Ich habe momentan 3000. Ich hatte hier einen Autospawner, hatte ich einen Enderman geklatscht. Der stand da drüben, wurde dann hier drauf. Hier standen 2 Grinder, die haben die immer geklatscht. Und hier haben wir wieder die schöne flüssige Fleischmaschine. Hab mittlerweile auch ein paar Fleischwaren. Das erste reichen. Ach, ist hier eigentlich nochmal dran? Ja, hier ist er dran gekommen. Dann lass ich einfach mal so nebenbei was laufen. Ich glaube, ich stelle mich nachher einfach mal so weit AFK hin und zocke einfach auf der Wii U. Den Furnace habe ich, ja. Ich muss auch mal schauen, dass ich irgendwann mal hier für die Map das Ganze auf den Server lade. Damit ich sogar mal komplett hier drauf komme. Okay, wie war das jetzt? Okay, wir brauchen noch 2 Liquid Pipes, dann die Performance Engines. Machen wir einmal. Ja, das ist ein bisschen... Ach, das kommt drauf, wie schissen. Doof. Die befinden sich dann jetzt anscheinend unter Wasser. Dann brauche ich noch 2 Chef Junctions. Jetzt siehst du das, was ich heute meinte mit dieser wundervollen Verkabelung. Hier, bei RotoryCraft gibt es ja keine Kabel, da gibt es hier nur diese Chef Junctions. Du musst alles noch richtig drehen. Na, so. Und so. Dann setzen wir hier den Ofen hin und dann müsste jetzt hier der Friction Furnace hin. So. Die brauchen dann jetzt noch, wie heißt das Zeug? Die brauchen jetzt noch hier Ethanolküsse, das heißt, das schmeißen wir mal ganz schnell in die beiden Netzern Furnace, damit wir das zusammenkriegen. Das habe ich dann auch in einer Folge geschafft, im Wein. Nein! Ich habe echt damit gerechnet, dass ich für länger brauche. Weil, naja, eh schon so. Komm, wir nehmen uns jetzt erstmal so ein paar mit. Teilen wir die dann beide mal schnell auf, fressen einen Apfel. Ein Apfel oder ein Ei. So, und jetzt bin ich mal gespannt, ob das Ganze klappt. Doof. Doof. Und. Ja, der funktioniert. Tut das eigentlich weh? Sogar wundervolle Geräusche. Hör mal. Ja. Ach, der fährt sogar noch hoch, wenn du mal schon oben schaust. 889 Temperatur. Oh, ich glaube, der ist jetzt hochgefahren. Ich bedenke, dass man jetzt so Druckreaktor stand, wenn man hier auf 60 Grad lief.
dann machen wir einfach nochmal ein bisschen mehr Ethanol. Zucker, Erde. Ja, da kannst du schon mal was mit arbeiten. Was haben wir hier noch? Oh, das wird lustig, da zu verarbeiten. Obwohl. Ich glaube, ich mache mal gerade ganz schnell was. Oder? Ja, da packe ich das mal ganz schnell hier rein. Ich habe nur noch eine kleine Idee von Automatisierung. Okay, ich brauche noch ein paar Item Ducks, zwei Servos und noch eine Truhe. Da mache ich jetzt mal ganz arschkalt eine, Gold- oder Tier-Truhe. Ich glaube, Gold reicht erstmal. So, jetzt gleich gibt es wieder schon mal zu lachen. Oder auch nicht. Das Ganze muss ich dann gleich mit Covers ausbessern, das mache ich gleich aber noch ausziehen. Doof. Erster Servo rein. So. Western Control aus, das wird ausgepumpt. Das geht dann da rein. Ja, der ist jetzt gerade wieder aus, ist klar. Das da rein. Und dann alles hier in die Truhe. Dann sollte der jetzt hier auch eigentlich alles rauspumpen und alles, was hier reinkommt, kommt dann da rüber. Kann da gerade Silber? Ja, Silber. So, mittlerweile sollte dann hoffentlich ein bisschen Ethanol fertig sein. Das würde ich mal ganz schnell schauen, ob das dann jetzt klappt. Dann hätte ich mal die Erzverarbeitung automatisiert. Also ich wollte schon, kann man das auch irgendwie mit den, wie heißen die einen Engines nochmal? Halt die mit RF betriebenen Engines. Kann man die da irgendwie... Alter, das steigt immer. Das ist immer richtig krass, ne? Ja. Wieso geht er nicht raus? Na, oh, schade. Geht das da nicht? Naja, vielleicht kann man da nochmal was an dem ME-System machen. Aber ich würde sagen, diese Folge ist damit schon mal vorbei. Wenn euch diese Folge gefallen hat, gebt einen Daumen nach oben. Wenn nicht, Anmerkungen, Kritik, alles in die Kommentare. Ich würde mich freuen, wenn ihr dieses Mal wieder dabei seid. Danke schon mal an dich, dass du heute dabei warst. Und wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Tschö.